Hey Freunde und herzlich willkommen auf ein weiteres Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Zugsimulator TSW und heute mit dem Desto Steuerwagen der DB Regio. Hinten eine 146er dran. Wie es mich nicht täuscht. Genau. Und wir rüsten unseren Wagen jetzt auf. Türen schließen. Wir schließen die Tür hinter uns. Schalten die PCB an, schalten die Siefer aus, weil du ja heute da mit dabei bist. Und dann rüsten wir uns mal auf. Auf neutral gehen wir einmal. So, Wagenbeleuchtung ist an, wir schalten uns einmal den Steuerwagen ein. So, das haben wir. Und dann geben wir einmal die Türen frei. Einmal unsere Zielschildangabe. Es geht nach Germünden. Leipzig wollen wir nicht. Genau. Das müsste so passen. Gut. Wir können dann auch schon wieder starten. Richtungswende nach vorne. So, wir gucken mal, ob alles in Ordnung ist. Genau, da kommt unser Kollege an. Auch schön mit der 146er. Gut. Wir sind aber in Überwachung drin. Wenn man wechselt, bin ich zwischen 70 und 85. Und wir sind in einem 500 Hertz Magnet. So, wie das alles geht mit der PCB und so weiter, kann ich auch mal ein Video zu machen, wenn ihr das wollt. Dann erkläre ich euch das. Bremse ein bisschen. So, wir stehen. Zeit mal rausgucken, weil wie man sieht, er hat Durchfahrt, Langsamfahrt erwarten und da kommt die 146er schon mit dem DB Regio. Genau, da fährt er. Gut. Fenster hoch, wir setzen uns wieder hin.
So, diese Bremse haben wir schon mal gelöst. Also, wer das wissen will, was PCB ist und wie das mit den Signalen läuft, kann ich gerne erklären, einmal in die Kommentare schreiben. Also eigentlich müsste jetzt gleich da hinten über die nächste Weiche oder Abschnitt fahren und dann könnten wir eine freie Fahrt kriegen. Eventuell mit Halt erwarten wieder, weil er halt noch vor uns ist. Gut. Gut, wir schalten langsam Leistung auf und es geht los. Also wir sind noch in der Überwachung drin. Raus, die 85 leuchtet nur noch. Also können wir ein bisschen Leistung aufgeben jetzt. Wir beschleunigen so ungefähr auf 45. So. Noch ein Vorsignal. Das müssen wir jetzt nicht bestätigen. So, wir geben ein bisschen Gas. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das sieht doch mal gut aus für uns. Freie Fahrt, alles grün. Vorsignal, das zeigt aber freie Fahrt an, das heißt für uns, dass sie weiterfahren können. Einmal 130 erwarten und einmal legen. Ja,
30. Einmal in weiß, auf nicht bestätigen. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, mit dem Bestätigen und sowas, einfach in die Kommentare schreiben. Dann erkläre ich euch das in ein anderes Video. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren schreiben und dann wird es davon mehr geben, auch andere Züge und andere Stellen. So, freie Fahrt, das ist doch super. Und da kommt ein Güterzug an. Ja, unsere Fahrt ist schön ruhig. So muss das auch sein. Ein Wiederholer. Freie Fahrt. 100%. Wir schalten mal ein bisschen Leistung auf. So, und 1,9 Kilometer, nächster Halt, Langenprozeten. Heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr beschleunigen. Vorsignal. Und Freifahrt. Das ist doch super. So, ich muss wieder das HP kommen. Oder erstmal ein Wiederholer. So, wir bremsen schon mal ein bisschen. Und wir haben halt erwartet. Wie es denn noch sein soll, weil noch der Kollege bestimmt vor uns ist. Wenn wir es halt erwarten haben, können wir Pech haben, dass wir hier noch einen 500er gleich liegen haben. Und noch ein guter Zug. Und eine Doppeltaxe. Damit würde ich sagen, an die Leute, die aufsteigen, vielen Dank fürs Mitfahren mit DB Regio.
wir gucken mal raus. Türen sind geöffnet. Gut. Das lassen wir noch mal kurz auf das Fenster. Unsere Bremsen können wir auf Bremsposition 1 machen. Wir haben Wechselblinken. Gut. Das ist auch normal, weil wir zum Stehen gekommen sind. Wir haben jetzt keinen 500er scharf gekriegt, das heißt, da haben wir erstmal Glück. Es kann auch sein, dass das Signal gleich auf freie Fahrt geht. Und dann können wir so weiter. So, dann haben die Fahrgäste gleich einstellen lassen. Warten Sie bis 12:26 Uhr. Okay. Das kann man gerne machen. Wir haben derzeit keine Verspätung. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Gut, wir schließen schon mal die Türen. Ich hoffe, das können wir hier auch schon machen. Nein, wir müssen es einfach hinsetzen. Einmal Bremsen lösen. Das sieht doch super aus. Keine am Bahnsteig. Wir sind in der Überwachung drin. Heißt, wir bleiben unter die 40. Wir haben die Langsamfahrt erwarten, wie uns das Signal da vorne anzeigt. Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht befreien, was sowieso nicht geht, weil der Tausender an ist. Beziehungsweise steht hier jetzt noch Geschwindigkeitsüberwachung. Das kommt wegen des Wechselblinken. Hätten wir nicht bestätigen brauchen, aber wir bestätigen keine Magnete, sondern Signale. Wir haben uns kurz befreit. Und damit dürfen wir wieder. Oder auch nicht. Langsam Fahrt erwarten. Das gibt ein Tausender, würde ich mal raten. Genau. Ein bisschen runterbremsen noch. Und zack. Kilometer, wir haben Münden, das ist dann auch unser Endbahnhof und damit wäre das Video dann auch vorbei. Aber vielleicht passiert ja noch was in der Zeit, man weiß es ja nie. Das müssen 500er sein, da gehe ich schon mal runter. Zack, da haben wir. Sehr gut.
der müsste jetzt eigentlich beim nächsten Signal halt erwarten ausgehen. Der müsste dann aber wieder ein Tausender anspringen. Weil wir langsam Fahrt und halt erwarten haben. In der Überwachung drin. Würde ich auch nicht rausmachen, weil wir halt keine Warten haben. Die Beschleunigung sogar auf 30 hoch. Dann rüsten wir gleich noch den Zug ab. Die Überwachung ist aus. Ich könnte es beschleunigen, aber. Was tun wir nicht? Das muss hier toll sein. Bahnhof. So, wir haben die erste Bremsstange schon mal drin. Diese Seite, das kann ich schon mal vorauswählen. Gut, da werden wir Türen öffnen. Einmal auf neutral. Gut. Dann müssen wir nur noch verriegeln. Das machen wir gleich alles. Wir machen einmal auf nicht einsteigen. Eine Fintrop von nicht hin, da wollen wir auch nicht hin. Verriegeln, sagt er zu mir. Damit schließe ich das Tutorial jetzt ab. Genau. Wir waren immer schön unter der Begrenzung. Das sieht doch alles gut aus. So, und da sind wir wieder drin. Das heißt für uns jetzt den Arm auf aus, beziehungsweise den lassen wir nochmal kurz so.
Die gehen wir auf Lösen. Die Beleuchtung lassen wir mal diesmal an in den Zug. Obwohl, wir können die mal ganzes ausrüsten. Zack. So. Der kommt auch raus. Und der kommt auch raus. Gut. Dann hätten wir soweit alles abgerüstet. Die PCB kommt an dieser Stelle auch raus. So. Wir schließen die Türen. Und damit haben wir den Dienst abgeschlossen. Und damit bedanke ich euch beim Zuschauen dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da oder ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.